So, jetzt wird mal schwer geblinkert. Ich habe das in einem gesonderten Video schon mal vorgestellt. Und zwar nimmt man dafür hier solche schweren Meeresblinker. Das ist ein Castmaster. Und das hier ist ein Deadly Dick Lure oder Heiko Twisty Jig. So kann man ihn auch kaufen. Ein etwas schlanker, der andere voluminöser. Der Castmaster hat auch eine etwas ausladendere Bewegung, also die merkt man halt stärker in der Rute. Mehr Wasserdruck, während dieser etwas schlankere Deadly Dick Lure eben etwas gemäßigter durchs Wasser geht. Das bedeutet, dass man den hier langsamer führen kann und sollte, den Castmaster. Und den Deadly Dick Lure, den kann man ruhig etwas schneller führen, den kann man auch jiggen, so ein bisschen zumindest. Während wenn man den Castmaster hier jiggt, wird er sich zumindest mit einer Drilling-Montage 1, 2, 3 in der Schnur verhängen. Das ist nicht zu vergleichen mit Blinkern, wie man es vom Süßwasser kennt, auch nicht von schweren Blinkern. Der Heinz-Blinker oder der klassische FZ-Blinker, die können mit solchen eigenschweren Ködern natürlich im Meer nicht mithalten. Warum brauchen wir am Meer solche extrem schweren Köder? Der hier wiegt jetzt 60 Gramm, der hier wiegt 85 Gramm. Jetzt einfach A, die Wurfweite, um wirklich Distanz auf vom Ufer zu kriegen. Und B, natürlich die Wassertiefe. Und C, bedingt durch die Strömung, auch, dass der Köder eben unten bleibt. So ein FZ-Blinker, wenn man den jetzt hier, wenn man da hier rumguckt, zieht, dann ist der 1, 2, 3 direkt an der Oberfläche. Die kann man schon mal tiefer durchsacken lassen. Das hier ist einer aus dem Decathlon, spezieller Meeresblinker. Man sieht auch, der ist extrem wuchtig, der wiegt sogar 90 Gramm. Habe ich aber längst selbst bemalt, weil die billige Beschichtung halt sehr schnell abgegangen ist. Den werde ich vielleicht auch mal versuchen. Aber so die Klassiker fürs Meer ist halt Castmaster, Deadly Dick Lure. Was brauchen wir zum Meeresspinnfischen? Klar, die Route, die kennt man ja mittlerweile aus meinen Videos oder aus vielen meiner Videos. Ziemlich schwere Meeresspinnroute, 120 Gramm Wurfgewicht und ist zugelassen für Lure-Casting, also eine spezielle Angabe für Kunstköder-Wurfgewicht hat die, weil man da eben auch mächtiger ausholt. Hat die 100 Gramm, also ich kann 100 Gramm gefahrlos auf Garantie mit dieser Route werfen. Also nicht nur so ein bisschen vom Boot runterlassen oder mal so einen lockeren Wurf, sondern richtig durchziehen. Und montiert habe ich hier eine etwas schwere Rolle, eine Diver Saltist 5000. Die ist vergleichbar mit zum Beispiel einer Shimano Meeresspinnrolle, einer Stella oder sowas in der SW-Ausführung mit der 10.000er. Warum diese schwere Rolle? Ganz einfach, damit ich die Köder schneller und kraftloser, also weniger anstrengend durchs Wasser bewegt bekomme. 1,20 Meter Schnuranzug hat diese Rolle. Montiert ist ja auch eine etwas stärkere Schnur. Hier in Norwegen müsste man nicht unbedingt mit einer 23er Schnur angeln, die ich jetzt drauf habe. Aber wenn ich halt diese, sagen wir mal, bis 100 Gramm Meeresblinker richtig ausdonnere und rutscht dann mit dem Finger mal ab, dann kann es halt sein, dass eben so ein dünnes Schnürchen, 16er, 18er, bei so einem Gewicht reißt. Allein dafür ist es schon von Vorteil. Problem ist bei einer dickeren Schnur, dass der Köder etwas langsamer sinkt, weil halt die ganze Schnur mit runtergezogen werden muss und natürlich, dass man erstmal auch einen dickeren Schnurbogen hat oder einen größeren Schnurbogen hat, den man aufrollen muss. Genauso wie die Meeresblinker, die ich hier eben schon gezeigt habe, möchte ich auch nochmal hier die Montage zeigen. Also beim Blinker ist natürlich klar, wir brauchen einen Tönchenwirbel mit Tragkraftgarantie und am Meer, damit wirklich nichts schief gehen kann, lasst diese, auch wenn für Opas Gichtfinger natürlich besser solche Snaps sind oder eben die klassischen Karabiner, lasst es besser. Irgendwann wird jeder merken, es gibt keine sichere Montage als Tönchenwirbel und Sprengring. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nerviger ist beim Köderwechsel. Hier geht gar nichts mehr auf, egal wie der Fisch da rumdreht oder sich einen Haken verhängt oder das Unglück es will, das geht auf keinen Fall mehr auf. Ziehe ich gleich mal meine Handschuhe an. Erstmal einen Lockerwurf, um die Schnur auch ein bisschen zu ölen bzw. zu wässern. Also der Vorteil von so einem schweren Meeresblinker ist natürlich auch, dass man den in sehr unterschiedlichen Wasserschichten fischen kann. Also vom Boden für Dorsch bis halt an der Oberfläche für Lachs oder eben auch Seelachsköder.
haben wir schon einen. Ist tief unten, hat irgendwas gebissen. Gar nicht mal schlecht, der Fisch. Aber da bin ich gespannt. Freundlicherweise gibt es hier so einen Kescher für die Allgemeinheit. Den werde ich jetzt auch mal in Gebrauch nehmen. Der Fisch bewegt sich aber kaum. Was ist das denn für ein müder Verkräger? Ich habe 70er Vorfach drauf, also wenn ich hier in irgendwelchen Drähten ins Gehege komme, dann ist das eigentlich schon machbar. Jetzt bin ich selber gespannt, was es ist. Tief unten gebissen. Eigentlich nicht der Zielfisch. Ich wollte es mal hier auf Lachs versuchen an dem Strömungsausfluss. Ja, da merkt man schon Grundkontakt. Deswegen 70er Vorfach drauf. Dann schwört man sich nicht so schnell die Schnur kaputt. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Fisch ist sauer. Aha, jetzt haben wir ein bisschen vom Grund hier wegziehen. Ui, ein Seelachs. Naja, warum nicht? Nicht unbedingt der Zielfisch, aber beim ersten Wurf einen schönen Seelachs, warum nicht? Erster Wurf mit dem Daily Diglur, Meeresblinker, netter Seelachs, den kann man mitnehmen, oder? Finde ich gut, nette Demonstration. Weiter geht's. Man kann auch so ein bisschen während des Sinkens nachzupfen. Gerade hier in Norwegen kann es dann durchaus passieren, dass dann einer draufknallt. Da ist natürlich von Vorteil, wenn man Handschuhe hat. Spinstop. Hier ist eine extrem schnelle Rolle von Vorteil, da man dem Fisch wirklich da mal kurz davon kurbeln kann. Und er dann vielleicht beim Durchsacken lassen zupackt. Und man kann natürlich auch ein bisschen, zumindest mit diesem Heiko Twisty Jig, jiggen. Oder Deadly Diglur heißt er auch. Dass der Castmaster und der Deadly Diglur richtig gute Meeresblinker sind, das hat sich ja schon mehrfach herausgestellt. Und dieser Decathlon-Blinker, den ich jetzt drauf machen möchte, der hat sich leider noch nicht als fängig herausgestellt, obwohl er sicherlich interessante Laufeigenschaften hat und er fliegt verdammt gut. Meeresblinker sind meistens aus einem anderen Metall, die sind also nicht aus Gusseisen oder aus Blei. Die sind hier jetzt in eine Messinglegierung. Und der hier, ich vermute, Aluminiumlegierung oder irgend sowas. Sonst wäre der noch schwerer. Ja, wäre schön, wenn er da mal was fängt. Ja. Also fliegen tut er natürlich gewaltig. Ja, das Vertrauen fehlt ein bisschen in diesen Köder. Hat noch nie was gefangen. Bewegt sich nicht sonderlich agil. Kleiner Pollack.
stand direkt im Kraftwerksausfluss. Hoppala. Oh nein. Der darf natürlich wieder zurück. Schupp.